Manchmal fragen mich meine Schüler, was denn eigentlich das wichtigste Mathe-Thema ist. Und ich antworte dann immer die Dreisatzrechnung, weil sie ist eigentlich so einfach, dass man sie sich total gut merken kann und man braucht sie vor allem auch total häufig in ganz vielen Situationen. Wie zum Beispiel hier in diesem Alltagsproblem. Wir brauchen Äpfel für Kuchen und ein Kuchen benötigt 3 Äpfel. Das heißt, hier ergibt sich das Verhältnis 1 zu 3. 2 Kuchen benötigen 6 Äpfel. Verhältnis 1 zu 3. Hier greift übrigens wieder diese Regel, je mehr, also 1 zu 2, das ist ja mehr, je mehr, desto mehr. Das heißt von 3 auf 6. Je mehr, desto mehr. Dann ist es immer proportionale Zuordnung bzw. proportionaler Dreisatz. Das musst du dir unbedingt merken. Ich könnte jetzt hier wieder reinschreiben, je mehr, desto mehr. Oder ich sage einfach, je plus, je mehr, Komma, desto mehr. Oder eben als sozusagen Gegenteiliges dazu, je weniger, je minus, je weniger, desto weniger. Wieder so Minus. Beides ist eben, wenn das greift, dann ist es die proportionale Dreisatzrechnung bzw. die proportionale Zuordnung. Okay, aber jetzt, ich habe ja vorhin gesagt, warum ist es denn eigentlich keine Mathematik, so eine Dreisatzrechnung? Naja, wie viele Äpfel brauchen wir denn für 4 Kuchen? Rechne das mal kurz aus. Dann wirst du jetzt wahrscheinlich sagen, naja, ist doch ganz einfach. Wenn ich für einen Kuchen 3 Äpfel benötige, dann brauche ich für 4 Kuchen halt die vierfache Menge. Genauso ist das auch. Also 12 Äpfel. Woran liegt das? Wenn du jetzt von einem Kuchen auf 4 Kuchen gehst, dann erhöhst du ja deine Kuchenmenge von einem Kuchen auf 4 Kuchen. Also rechnest du auf dieser Seite hier mal 4. Dann musst du das auch auf der anderen Seite tun. Das mit dem Verhältnis hier, das blenden wir jetzt mal aus. Also gehen wir jetzt hier von 3 Äpfel hier rüber. Dann musst du auch auf dieser Seite mal 4 rechnen. Das heißt, das, was man auf der einen Seite macht, mache ich auch auf der anderen. Das heißt, hier ergeben sich dann eben auch 3 mal 4 sind 12 Äpfel. Und somit ist die Frage schon gelöst. Und deswegen ist es eigentlich gar nicht so richtig Mathematik, sondern eher nur mit Sinn und Verstand an so eine Aufgabe rangegangen. Aber ich zeige dir jetzt im Folgenden, dass man sich das mathematisch auch überlegen kann. Und vor allem erzähle ich dir auch, warum es eigentlich Dreisatzrechnung heißt. So, gucken wir uns erstmal hier die Situation mit Jonas und Steffen an. Steht Sophie. Okay, also hier ist natürlich Steffen gemeint. So. Gestern hat unser Beachvolleyballspiel ca. 1,5 Stunden gedauert. Dabei haben wir 6 Sätze gespielt. Wie viele Sätze schaffen wir dann morgen, wenn wir 4 Stunden Zeit haben, fragt Steffen. Also übernehmen wir das jetzt einfach mal in so eine Wertetabelle über. So, wir haben jetzt hier die Information 1,5 Stunden, 6 Volleyballsätze. Steffen fragt jetzt, naja, wir haben jetzt morgen 4 Stunden Zeit, wie viele Volleyballsätze dann? Also kommt hier ein Fragezeichen rein. Dieses hier oben, das man hier erst einmal aus dem Text rausgeschrieben hat, worum es hier eigentlich geht und was man hier für Informationen hat, das ist der von diesem Dreisatz, der erste Satz. Also der erste Satz immer das, was man gegeben hat. Dann muss man sich überlegen, naja, erst einmal möchte ich jetzt gar nicht unbedingt auf die 4 Stunden rechnen, sondern ich möchte mir jetzt erstmal ausrechnen, wie viele Volleyballsätze denn in einer Stunde gespielt werden können. Somit muss ich hier auf der linken Seite geteilt durch 1,5 rechnen. Diese Rechnung jetzt hier, dass man auf diese 1 schließt, die bezeichnet man eben auch als zweiten Satz. Kann ich mal hier mit dazu schreiben, also hier kommt die 2. Wir brauchen 3 Sätze. Im ersten sind die Informationen rausgeschrieben. Der zweite ist der Schluss auf die Einheit, sagt man. Wie kommt man von 1,5 auf 1? Indem man 1,5 eben durch sich selber teilt, durch 1,5 halt. Dann kommt man auf 1 und wenn man das auf der linken Seite macht, dann muss man das bei der proportionalen Dreisatzrechnung auch auf der rechten Seite tun. 6 geteilt durch 1,5 sind 4. 6 geteilt durch 1,5, die Rechnung siehst du hier nochmal, sind also 4. Jetzt interpretierst du das so, wenn man eine Stunde Zeit hätte zum Volleyballspielen, würde man halt 4 Volleyballsätze schaffen. So, und jetzt kommt der Schluss auf eben das, was ich wissen möchte, der sogenannte dritte Satz. Also hier kommt jetzt der dritte Satz. Und zwar, ich muss jetzt von der Einheit von 1 auf 4 rechnen. Jetzt rechne ich nicht mehr geteilt, weil ich muss ja auf 4 kommen, also 1 mal 4 auf der linken Seite. Und wenn ich das auf der linken Seite mache, dann muss ich das auch auf der rechten Seite machen und somit hat man hier 4 mal 4 ist 16. Die Rechnung siehst du hier nochmal.
Interpretation ist jetzt, in 4 Stunden schafft man also 16 Volleyballsätze. Und ich denke mal, das wird Steffen jetzt hier auch feststellen. Warum auch immer hier so viel steht, das ist natürlich Steffen, der da oben abgebildet ist. Also würden wir 16 Sätze schaffen. 2 Schläger kosten 4,75 €. So, das ist der erste Satz, der kommt hier in die erste Zeile. Der zweite Satz, der kommt in die zweite Zeile, das ist der sogenannte Schluss auf die Einheit. Das heißt, hier ist die 1 und wir müssen uns fragen, wie ist man denn jetzt von der 2 auf die 1 gekommen? Und das kann ja nur sein, indem...